Was soll das werden? Ein Bestechungsversuch? Du weißt schon, dass das eine Straftat ist, oder? Oh, jetzt guck mal nicht so traurig. Es war ja nicht böse gemeint. Ich nehme ja alles zurück. Straftaten sind ja nicht weiter schlimm. Hauptsache, du lächelst wieder. Diese Münzen stammt es rein. Herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Boogie. 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 Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Boogie. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ah, mein Dom macht ihren Einsatz. Das heißt, wo sie will mitspielen. Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen.
willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Boogie. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Brupp. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Mom, kurz AFK, Re. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo, der Wendigo. Vielfraß. Auch Windigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Autovervollständigung. Meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel. Das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen,
mit was ich für einem Server arbeite, oder? Mm-mm. Mit einem Apache. Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wac? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wac. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Aha. Aha. Hier. Die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Ozonax for Wendigo-Wac. Mit der extra Portion FCKW. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Die Cash-Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Was ist das? Habe ich nicht da etwa verdorbenes Fleisch? Aha. Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Was ist das? Aha. Da habe ich, wenn übertreibt und das nicht. Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen.